Die Verträge zwischen der Landsteinbank und Landstein Enterprises sind in dieser Hinsicht ziemlich eindeutig, Ludwig. Sollte eine Kreditrate nicht bedient werden, ist sofort der Gesamtbetrag fällig. Ansgar verlangt die Rückzahlung des Kredites. Du bist meine letzte Chance. 50% der Enterprises. Und du bekommst das Geld. Geschäftspartner. Wenn ich von einer Reise zurückkehre, empfinde ich jedes Mal eine tiefe Erleichterung. Alles ist so, wie ich es zurückgelassen habe. Das Haus steht noch, die vertrauten Menschen sind um mich. Gräfin, herzlich willkommen zu Hause. Wir haben noch gar nicht mit Ihnen gerechnet. Wahrscheinlich bin ich tief davon überzeugt, dass ohne mich alles zusammenbricht. Weil ich unersetzbar bin. Wenn nicht für jeden, dann hoffentlich für den einen. Du hast den Laden nicht im Griff, Ludwig. Sonst hättest du dafür gesorgt, dass der Kredit pünktlich bedient wird. Auch wenn du jetzt Besitzer der Landsteinbank bist. Das gibt dir noch lange keine Macht über die Firma. Oh doch, mein Lieber. Du bist geliefert. Es kostet mich nur einen Anruf. Und all deine Sicherheiten, das Schloss, die Enterprises, das gehört alles mir. Dann habe ich eine Neuigkeit für dich. Sebastian und Tanja begleichen den gesamten Kredit fristgerecht aus ihrem Privatvermögen. Ausgerechnet Sebastian? Warum sollte der das denn tun? Weil ich ihm dafür 50% der Firmenanteile überschreibe. Aber das täuscht. Denn auch wenn äußerlich alles so aussieht wie immer, kann sich vieles verändert haben. Weil wir an wichtigen Entscheidungen im Leben nicht mehr beteiligt sind. Du bist raus, Ansgar. Ich will dich in der Firma nicht mehr sehen. Sternhimmel ist wunderschön. Da. Da ist der Löwe. Und da der Bärenhüter. Dann müsste doch dazwischen... Das Haar der Berenike sein. Klingt wirklich netter als Ithakas Speckle BCD. Aber nicht so schön mit Einstellen. Ich sehe schon. Das wird eine lange Nacht. Ich war mir so sicher. Aber es ist doch schon schön zu wissen, dass es da oben einen Stern gibt, der so heißt wie ich. Nur schade, dass wir ihn nicht gesehen haben. Das wäre perfekt gewesen. Es ist perfekt. Heirate mich. Du warst auf Sylt, um Abstand zu gewinnen. Ich war hier, um Entscheidungen zu treffen. Aber die hattest du doch schon vorher getroffen, ohne mich. Du hast entschieden, dass die Firma wieder zu deinem Lebensmittelpunkt wird. Trotz deiner Gesundheit. Und uns. Was hätte ich denn machen sollen? Hagen will die Firma nicht, Tristan geht seine eigenen Wege und Sebastian... Ich verstehe, dass du dich in einer Zwangslage befindest, aber wenn du früher auf ihn zugegangen wärst... Wäre, hätte, könnte, das bringt uns jetzt nicht weiter. Du kennst meine Gründe für meine Entscheidung. Ich kann in dieser Hinsicht keinen Kompromiss machen. Ja. Elisabeth. Ja.
Ja? Es ist schön, dass du wieder da bist. Ja. Nicht geschlafen. Er ist alleine in der Bibliothek geblieben. Er vertraut sich mir nicht mehr an. Und ich habe nicht vor, ihn zu gängeln, nur weil wir verheiratet sind. Euch fehlen die Gemeinsamkeiten. Es geht nur um die Firma, um den Streit zwischen Sebastian und Hagen, um den Kauf der Lahnsteinbank, aber nie um uns. Ich habe gewusst, dass ich einen Mann mit Verpflichtung heirate, aber nicht, dass für uns nichts mehr übrig bleibt. Ach, Ludwig bedauert das genauso. Ihn hat nur das Priorität und nicht unsere Ehe. Hat er mit dir eigentlich mal darüber gesprochen? Worüber? Dass er Sebastian um Hilfe bitten will. Ja, ja, und ich habe ihm gesagt, dass er mit dir reden soll. Hat angerufen. Oh Gott, und ich habe ihm nur meine Enttäuschung demonstriert. Ich habe ihn abblitzen lassen. Jetzt mach mal langsam, Elisabeth. Ludwig reibt sich mit Auseinandersetzungen auf, die er leicht vermeiden könnte. Und du fühlst dich dafür verantwortlich? Du musst dir nicht jeden Schuh anziehen. Auch nicht den von Ludwig. Das ist leichter gesagt als getan. Ansgar bekommt die gesamten ausstehenden Schulden überwiesen und damit sind die Geschäftsbeziehungen mit ihm ein für alle Mal erledigt. Und Tanjas und meine Anteile? Hier ist der Vertrag. Nein. Was nein, Tanja? Was auch immer du von mir willst. Offensichtlich hat Ludwig eine neue Hausbank gefunden und ganz offenbar gibt es auch einen neuen Kreditvertrag. Ja, da dachte ich immer, er müsste alles mit dir absprechen. Warum erzählst du mir das? Um dir klarzumachen, dass du noch immer ein ganz kleines Rädchen im Getriebe bist, was sich allerdings sehr schnell ändern kann. Da bin ich aber gespannt. Gib Ludwig keinen Cent. Aber er hat doch mein Wort. Und du hast ihn in der Hand. Ohne dein Geld muss Ludwig Insolvenz anmelden. Oder auf meine Hilfe zurückkommen. Du willst, dass ich einen Vertrag mit der neuen Hausbank akzeptiere, den du hinter meinem Rücken ausgehandelt hast? Und das auch noch ohne Tanja. Sebastian, du hast gestern Nacht sehr gut akzeptieren können, dass sie dich mit ihrem Geld bei Ansgar freigekauft hat. Und zum Dank dafür willst du sie weiterhin von deinen Entscheidungen ausschließen? So läuft das nicht. Wenn Tanja nicht gewesen wäre, würde Ansgar jetzt auf diesem Stuhl sitzen. Ich bitte dich. Ich würde mit dir zusammen noch nicht meine Imbissbude betreiben. Ist doch eine ganz einfache Rechenaufgabe, Tanja. Wenn du die Verträge mit Ludwig platzen lässt, braucht er meine Hilfe. Ich bekomme die Firma, ich gebe dir 50%. Sebastian bietet dir gerade mal die Hälfte. Das kannst du nicht ernsthaft überlegen. Also, was willst du? Willst du dir mit dem Loser die Krümel teilen oder willst du den ganzen Kuchen? Ich glaube, wir sollten uns mit unserer Hochzeit noch ein wenig Zeit lassen. Frau Linse, würden Sie uns einen Kaffee machen? Was? Wieso? Naja, du warst jetzt wochenlang in den Schlagzeilen. Und wenn wir jetzt heiraten würden, dann hätten wir jede Menge Paparazzi am Hals. Und dann wäre die ganze Romantik futsch. Das wäre doch schade. Und was ist dann die Lösung, Gräfin? Naja, erst mal Gräfin bleiben und... Danke. Bitte sehr.
und warten, was du dir für den 5. Antrag ausdenkst. Sebastian, was gibt's? Ich wollte dir nur kurz Bescheid geben. Wir sind heute Abend um 8 mit Ludwig im Büro verabredet. Wegen unserer Firmenanteile? Genau. Ein Notar kommt und wir werden den Vertrag unterzeichnen. Ich habe ihn eben schon gelesen und er scheint soweit in Ordnung. Gut. Gibt's sonst noch was? Ja, er hatte vor, dich bei einer Entscheidung zu übergehen. Ich habe ihn natürlich sofort eingebremst. Wieso erzählst du mir das? Blöde Frage. Natürlich, um dir zu zeigen, dass ich dir bei der erstbesten Gelegenheit ein Messer in den Rücken ramme. Danke, Brutus. Ich wollte einfach nicht, dass du es auf anderem Wege erfährst. Also, bis später. Schon zurück? Ich dachte, du bist noch auf Sylt. Ja, ich bin früher zurückgekommen. Ich muss dich unbedingt sprechen. Ich habe von den Neuerungen in der Firma gehört. Dann weißt du ja sicherlich auch schon, dass wir nachher die Verträge unterzeichnen. Jetzt kann Ludwig endlich die Hände in den Schoß legen. Das wolltest du doch immer. Vermutlich legst eher du die Hände in den Schoß. Tanja wird den Vertrag nicht unterzeichnen. Wie kommst du darauf? Ansgar hat ihr ein besseres Angebot gemacht. Sie soll den Vertrag platzen lassen. Und wenn die Firma dann unter den Hammer kommt, kauft er sie auf und überträgt ihr die Hälfte. Das ist Hanebüchen. Was soll das? Sebastian, ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie Sie das besprochen haben. Ach, du versuchst mich gegen Tanja aufzuhetzen? Das nenne ich billig. Ich wollte dich nur warnen. Und ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass sich meine Dankbarkeit in Grenzen hält. Charlie, kann ich noch einen Espresso haben? Ja, klar. Verlobungsurlaube gibt es nicht. Da müssen wir sie eben erfinden. Wozu? Flitterwochen sind erfunden worden, damit verheiratete Paare tun dürfen, was verheiratete Paare eben so tun. Du meinst, man durfte vorher gar nicht? Kommt drauf an, mit wem. Hey, ihr zwei, was wollt ihr denn hier? Ich wollte dich eigentlich von der Arbeit abholen. Den habe ich nur zufällig getroffen. Eigentlich haben wir diskutiert, wie lange man verlobt sein darf, bevor man heiratet. Maximal. Ich frage mich, warum man sich überhaupt verloben muss. Da fragst du genau den Richtigen. Ich halte das Konstrukt eh sowieso für überholt. Nicola will jetzt nicht heiraten. Presserummel und so, du weißt schon. Sobald wir das Schloss verlassen, werden wir von Paparazzi verfolgt. Man kann auch glücklich werden ohne Heirat. Ja, was denn? Das packt jetzt hier schon seit Jahren und schau mich an, ich stehe in der Blüte meines Lebens. Ich frage mich sowieso, welche Frau jemals die Ehe mit dir auf sich nimmt. Wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, dann kann ich auch charmant sein. Stimmt, da war ja was. Soll das heißen, dass ich niemals dein Trauzeuge sein werde? Jedenfalls nicht im Frack in der Kirche. Sondern? Wer heiraten will, der muss spontan sein. Alles andere ist feige. Rein ins Standesamt und fertig. Wo bleibt denn deine Romantik? Dafür haben wir noch das ganze Leben Zeit. Machst du dir Sorgen? Warum sollte ich? Du kennst doch Tanja. Was macht dich so sicher, dass sie dich nicht hintergeht, sondern wirklich unterschreibt? Tanja und ich sind Partner. Beruflich und privat. Nenn mir doch bitte einen guten Grund, warum sie mich ausgerechnet jetzt im Stich lassen sollte. Ich hoffe, du behältst recht. Wir müssen jeden Augenblick hier sein. Was ist gemeint? Ah, da hat sie schon. Ja, darf ich vorstellen, das ist mein Sohn Sebastian, seit gestern Mitgesellschafter unserer Firma. Entschuldigung, das ist meine Frau. Guten Abend, Dr. Schneider. Ja, ich glaube, dann können wir. Ich bin überrascht, dass du mitgekommen bist. Ist dir das nicht recht, dass ich dabei bin? Doch, doch, ich hätte nur nicht gedacht, dass du plötzlich zu mir hältst. Egal, was zwischen uns steht, ich bin deine Frau.
So, ist alles vorbereitet? Danke. Tja, dann sollte ich wohl gratulieren. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du dich auch einfach nur bedanken. Hör endlich auf, um den heißen Brei zu reden. Ja, aber das ist schwer zu erklären. Dann versuch's wenigstens. Wie gesagt, es geht um Marlenes Hochzeit. Und weil sie so auf große Auftritte steht, hat Tristan was vorbereitet. Okay, du willst es mir nicht sagen. Dann erzähl mir wenigstens, warum ich mich so aufgebrezelt habe. Weil alles echt aussehen soll. Du kennst doch Tristan. Der ist Perfektionist. Seit wann das denn? Also so wie ich ihn kenne, ist er eher der Typ für spontane Lösungen. Ja, aber nicht, wenn es ums Ganze geht. Und jetzt komm, ich will hier nicht als Schneemann enden. War das meine Idee, nachts durch den Schnee zu laufen? Wo ist denn Tristan? Ich dachte, wir sollen hier was proben für Marlenes Hochzeit. Es geht nicht um Marlenes Hochzeit, sondern um deine. Meine. Weißt du noch, was ich gestern gesagt habe? Heirate mich. Und? Willst du? Hier zusammengefunden, weil sie beide den Bund der Ehe miteinander eingehen wollen. Es hat für sie beide viele Umwege gegeben. Umso mehr freue ich mich, dass ihr großer Traum endlich Wirklichkeit wird. Ich frage Sie, Philipp zu Hohenfelden, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Nicola von Lahnstein die Ehe einzugehen? So beantworten Sie diese Frage mit Ja. Ja. Dann frage ich Sie, Nicola von Lahnstein. Ist es auch Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Philipp zu Hohenfelden die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Nachdem Sie beide meine Fragen mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Yourself behind, be inside.
Es gibt Fehler, die man leicht wieder korrigieren kann, indem man ehrlich zueinander ist. Ansgar hat mir heute ein Angebot gemacht. Ich sollte die Unterschrift verweigern, damit er die Firma kaufen kann. Aber du hast es nicht getan. Wir stellen uns auf die richtige Seite und weisen den anderen in seine Schranken. Vertrauen einander. Heißt das, wir können einander vertrauen? Das wäre ja vielleicht ein ganz guter Anfang. Vertrauen ist die Grundlage für jede Beziehung. Denn auch wenn wir nicht immer die richtigen Worte oder den richtigen Weg zueinander finden, reißt das Band nicht ab. Es wird vielleicht länger, aber es hält. Wir müssen wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Auch wenn die Liebe das Schönste ist, das uns verbindet, kommen wir manchmal an den Punkt, wo andere Dinge mindestens ebenso wichtig werden. Und dann zeigt sich, was uns wirklich zusammenhält. Ich gebe uns noch nicht auf.